Also dafür, dass ich über 900 Euro in der Hand halten soll, ist der hier ganz schön leicht, muss ich sagen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal hier seid. Hi, mein Name ist Kati. Willkommen in der Lovemunity. Ja, ich habe hier einen Adventskalender und zwar den von Pure Lay. Den habe ich offensichtlich auch noch nicht aufgemacht, wie dieses Quality Seal euch auch beweist, der einen Warenwert von über 900 Euro haben soll. Und obwohl das natürlich ein sehr, sehr hoher Warenwert ist, sind 200 Euro für einen einzigen Adventskalender auch eine ganze Menge Geld. Und deswegen schauen wir heute rein in den Pure Lay normalen Adventskalender, denn es gibt auch noch zwei weitere Versionen. Die habe ich tatsächlich erst gesehen, nachdem der hier angekommen ist, aber dazu kommen wir gleich. Und wir reden auch noch ein bisschen über Tea zum Thema, wenn die Drogerie sich einfach rausnimmt, Produkte zu leaken bzw. zu launchen, die von der Brand selber noch nicht gezeigt wurden. Falls ihr also Bock auf diese Themen habt, dann holt euch jetzt gerne etwas zu trinken, denn das ist euer Daily Reminder to stay hydrated und let's go mit dem Video. Ganz wichtig, das ist keine bezahlte Kooperation. Ich habe keine Affiliate-Link, keine Affiliate-Code, kein gar nichts. Ich habe 199 Euro selber für diesen Adventskalender ausgegeben und ich habe den bei Rossmann bestellt. Und da kommen wir auch direkt schon zu meinem ersten Ding, was ich hier anmerken möchte. Pure Lay selber hatte ja einen Pre-Sale für den Adventskalender, so wie viele Marken das ja mittlerweile machen. Also um zu schauen, wie viel Produkt müssen sie überhaupt produzieren, damit es nicht überproduziert wird, wie groß ist die Nachfrage und so weiter, bevor das überhaupt in den richtigen Verkauf geht. Und sie hatten selber noch nicht den Inhalt ihres Adventskalenders gezeigt. Rossmann hat sich aber gedacht, gar kein Problem. Wir laden trotzdem auf unserer Website, bevor die Brand das selber gezeigt hat, einfach ein Bild hoch, in dem alle Schmuckstücke gezeigt werden, die in diesem Adventskalender mit drin sind. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe auch schon in der Review zu diesem Make-up, nämlich zu dem Gender X Beauty Launch, etwas dazu gesagt. Ich finde das sehr schade, wenn einer Brand und vor allen Dingen CreatorInnen das weggenommen wird. Vor allen Dingen, weil das ein Adventskalender ist, der jedes Jahr so krass gefragt ist. Und ich finde, die Brand sollte, wenn sie sich ein ganzes Jahr darüber Gedanken macht, was sie in diesem Adventskalender tut, auch die Möglichkeit haben, die Ersten zu sein, die diese Produkte zu zeigen. Das wollte ich nur einmal mit auf den Weg gegeben haben und ich hoffe einfach, dass das nächstes Jahr nicht wieder passiert. Liebes Rossmann-Team, ihr wisst, ich liebe euch wirklich sehr. Ihr macht tolle Sachen, tolle Produkte. Aber es ist halt einfach ein bisschen schade, wenn diese Momente der Brand quasi weggenommen werden. Jetzt aber zum eigentlichen Ding. Ich breche jetzt dieses Quality Seal. Es fühlt sich high-key ein bisschen illegal an, sage ich euch ehrlich. Das ist der bisher teuerste Adventskalender, den ich gekauft habe. Ich hatte zwar eigentlich auch den von P. Louise vorbestellt. Der hat dann mit Shipping und allem, aber noch ohne Zoll, 325 Euro gekostet. Aber das habe ich wieder abbestellt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nee, fühle ich einfach nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir den in Silber geholt. Auf der Pure Lay Website selber gibt es ihn in Silber, in Gold, in Roségold und in Bicolor, sodass man quasi zwei verschiedene Farben mit drin hat. Silber ist ja eine der beiden Farben, die ich trage. Ich trage auch Roségold, aber Silber schon noch ein bisschen mehr. Und wenn man den aufmacht, sieht man erstmal das hier und denkt sich vielleicht, was ist denn da los? Hier oben drin sind fünf Kästchen, die man oben in diesen Adventskalender hineinstellen kann. Und ich möchte erstmal sagen, das Packaging ist wunderschön. Jedes einzelne Kästchen ist mit Liebe gestaltet worden. Dieses Design ist wirklich richtig, richtig toll. Und es sind fünf verschiedene Elemente mit dabei. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft und dann noch Aloha, denn das ist ja so eine hawaiianisch inspirierte Marke. Auf jedem Kästchen ist natürlich auch noch so ein kleiner Spruch mit dran. Also ich finde, das hat alles wirklich einen sehr, sehr qualitativ hochwertigen Eindruck. Es sieht auch einfach sehr schön aus, wenn man ihn hinstellt. Und man kann ihn nicht nur einfach hinstellen, sondern man kann ihn hier auch noch unten aufklappen, sodass man dann an die anderen Türchen auch ganz easy rankommt, ohne dass man das hier sozusagen extra noch irgendwie abbauen muss. Es sind 25 Türchen mit drin, was bei dem Preis von 200 Euro bedeutet, dass jedes Türchen einen Wert von durchschnittlich 7 Euro und ein paar zerquetschte haben soll. Und die Verpackung war auch sehr schön. Da mache ich euch einmal hier einen kleinen Screenshot mit rein. Das war einfach zu groß, um das hier mit aufs Bild zu kriegen. Aber was uns natürlich am meisten interessiert ist, was ist eigentlich drin? Normalerweise spende ich ja auch alle Inhalte von meinen Adventskalendern. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Jahr mir selber ausgesucht habe, den Pure Lay Adventskalender für mich selber zu behalten. Das ist mein
ein Adventskalendergeschenk an mich selber. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Und ich werde es trotzdem wie in jedem Adventskalender-Unboxing so machen, dass ich nicht chronologisch von 1 bis 24, beziehungsweise 25 in dem Fall, die Türchen durchgehe, damit die, die sich den Kalender noch holen wollen, die Möglichkeit haben, sich auch noch überraschen zu lassen. So, und jetzt gehen wir aber auch wirklich rein. Welches ist denn überhaupt das erste Türchen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oh, by the way, ihr kriegt auch noch so ein kleines Booklet mit dazu, wie ihr die neuen Teile stylen könnt. Das finde ich auch sehr, sehr schön als Inspiration. Und da auf diesen Türchen, die oben drin sind, nicht mit draufsteht, welche Nummer das ist, nehme ich das jetzt einfach als erstes Türchen. Das ist Luft. Ich bin ja auch ein Luftelement, denn ich bin Wassermann vom Sternzeichen, zumindest mein Sonnenzeichen. Und man kann den natürlich auch wiederverwenden, weil die Verpackungen ja so einfach zu öffnen sind. Alle Produkte kommen auch in diesen kleinen Tütchen noch wieder. Das finde ich auch sehr schön. Und ich hoffe einfach, dass das was ist, was mir gefällt. Okay, eins. Alles auch noch in Seidenpapier verpackt, damit keine Kratzer drauf kommen. Oh, wir haben Ohrringe. Das sind die Ohrringe, die ich jetzt in diesem Lufttürchen mit drin habe. Und das finde ich sehr passend, weil das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fächer. Könnten auch Flügel sein. Schlicht und edel. Und ihr könnt natürlich entscheiden, möchtet ihr das quasi so wie so einen Kreis tragen oder möchtet ihr die nach außen hin offen machen. Die gefallen mir auf jeden Fall schon sehr gut, muss ich sagen. Fühlen sich leicht an, aber trotzdem hochwertig und die glänzen richtig, richtig toll. Als nächstes herausgezogen habe ich hier ein Armband. Ich finde, das sieht sehr, sehr spannend aus, denn neben den normalen Kettengliedern sind hier so zwei kleine Perlen immer an der Seite, sodass das quasi aussieht, als hätte man wie so kleine Stege damit. Finde ich sehr schön, fühlt sich leicht an und das ist, muss man dazu natürlich sagen, zwar Modeschmuck, aber der soll wasserfest sein. Ich habe von Fiolet einen Ring, den ich aktuell tatsächlich gar nicht mehr trage, weil ich jetzt einen von meiner Oma als Erbstück noch mit dazu getragen habe. Den habe ich vorher hier immer getragen. Der ist bestimmt schon 3 oder 4 Jahre alt, denn da habe ich einmal Fiolet getestet und der hat zwar natürlich mittlerweile ein paar Kratzer abbekommen, aber der ist absolut wasserfest gewesen, hat sich nicht verfärbt, hat nicht abgefärbt und auch keine blauen Ränder oder irgendwie sowas gemacht. Also wirklich, auch dafür, dass es Modeschmuck ist, fühlt sich das sehr hochwertig an. Ich finde es übrigens bei Schmuck-Adventskalendern auch immer richtig schön, wenn sie zusammenpassende Sets haben. Denn wenn man so ein besonderes Armband hat, wie das hier jetzt zum Beispiel, dann möchte ich dazu auch eine passende Kette haben, damit das irgendwie alles sehr coherent aussieht. Als nächstes haben wir was ganz Leichtes. Oh, das kann ich mir auch als Fußkettchen vorstellen. Hier finde ich sehr schön, also wir haben hier so ein Knotendetail, auch in Silber natürlich, genauso wie das hier. Und das kann man dann natürlich auch größenverstellbar einfach an die eigenen Handgelenke anpassen. Also ich habe relativ schmale Handgelenke. Ihr könnt sehen, da können auch Menschen, die ein bisschen breitere Handgelenke haben oder eben fürs Fußgelenk zum Beispiel, das mit reinmachen. Und das Gute daran ist, dass man diese Armbänder sehr viel einfacher alleine anmachen kann und auch wieder abmachen kann als die anderen. Gefällt mir auch, weil das so ein bisschen diesen Aloha-Stil auch widerspiegelt, was ja zu der Brand gehört. Übrigens hat die auch auf jeder Box wieder so einen kleinen Spruch, finde ich ebenfalls richtig schön gemacht. Oh, das ist ja was für mich. Okay, hier haben wir noch einmal Ohrringe. Und damit ihr das besser sehen könnt, zeige ich euch jetzt mal den einen up close. Hier oben ist wie so eine umgedrehte Träne, dieses silberne Teil. Und dann haben wir hier 4 kleine Perlen mit dran. Und ich mag ja Ohrringe, die so ein bisschen länger sind, aber trotzdem filigran, so wie die, die ich hier trage. Ich mag es auch gerne asymmetrisch, weil ich habe ja auch asymmetrisch meine Fingernägel lackiert und auch mein Schmuck ist immer asymmetrisch. Und das, finde ich, sieht sehr, sehr elegant aus. Also sehr sophisticated. Sehr schick. Kann ich mir auch super gut mit einem Abendkleid oder sowas vorstellen. Die gefallen mir richtig gut. Das wären, glaube ich, so Ohrringe, die ich mir selber gar nicht auf den ersten Blick gekauft hätte unbedingt. Aber jetzt, wo ich sie habe, finde ich sie toll. Oh, da kam mir gerade was entgegengefallen, was aber vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Wir haben hier einmal Hubohrringe. Ich zeige euch den einmal eben so. Der ist etwas breiter und hat hier so eine Kugel, die so leicht sich hin und her bewegt. Die ist tatsächlich auch ein bisschen schwerer, aber nicht so, dass ich denken würde, nachher hängen mir die Ohrringe bis hier unten hin. Und was sehr, sehr cool ist, wenn das nicht so euer Geschmack ist, dass hier so eine dicke Kugel mit dran ist, was, glaube ich, meins nicht unbedingt wäre, die Kugeln können tatsächlich auch einfach abgemacht werden, denn der ist so schmal am Ende hier, der Ohrring, dass man die halt einfach so runtergleiten lassen kann, sodass ihr die quasi auch ohne die Kugel tragen könnt oder nur eine Seite mit der Kugel und die andere Seite dann ohne, dass es halt auch so ein kleines bisschen asymmetrisch quasi ist. Finde ich eine coole Möglichkeit, weil für mich persönlich wären die hier, glaube ich, ein bisschen zu mächtig. Die würden mir nicht so gefallen, aber ohne die Kugeln finde ich das richtig cool. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht gemacht haben, aber wie auch immer, ich mag's. Läuft bisher richtig gut für euch, Fiolet.
Machen wir ein weiteres Elementtürchen auf, diesmal Erde. Da werde ich auch immer dazu sagen, welches das ist, weil ich da auch wichtig finde, dass ich so mit reinbeziehe, welches Element das repräsentieren soll. Hier haben wir auch Hubringe. Die sind auch ein bisschen größer als die von gerade und die sind quasi so in so einem Perlenstil. Ich finde richtig schön, dass die ebenfalls so ein Gewicht haben, aber das fühlt sich nicht so schwer an. Ich kann mir das ebenfalls gut vorstellen und guck mal, wie unfassbar krass die glänzen. Also ist auf jeden Fall ein richtiger Hingucker. Ich glaube, gerade wenn man auch so dunkle Haare hat wie ich oder auch wenn man dunklere Haut hat, dann glänzt und blitzt das so richtig schön und gibt so einen kleinen Eyecatcher, finde ich, noch mit dazu. Auch die sind welche, die ich mir vielleicht nicht auf den ersten Blick selber gekauft hätte, aber ich freue mich darüber, dass sie hier mit drin sind. Und dieses etwas Festere, was die ja quasi irgendwie repräsentieren, finde ich, passt auch einigermaßen zu Erde. Schreibt mir da aber auch super gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Sternzeichen habt in den Elementen, die ich auspacke, ob ihr findet, dass das zu euch bzw. zu dem Element passt. Das finde ich natürlich auch immer spannend. Hier haben wir nochmal Ohrringe. Und das sind so kleine Perlenstecker-Ohrringe, die noch Zirkonia mit drum haben. Auch die, finde ich, sehen sehr schick und sehr elegant aus. Ich glaube, das wäre aber etwas, wo ich irgendwie das Gefühl hätte, das passt nicht so gut zu mir. Aber vielleicht auch, weil ich immer eher so ein bisschen unkonventionellen Schmuck lieber mag. Wenn man allerdings irgendwie eine Abendveranstaltung hat, ein Abiball oder sonst irgendwas, wo man ein bisschen schicker aussehen möchte, dann sind solche kleinen Perlenstecker natürlich deutlich passender. Ich finde es auch schön, dass der Zirkonia hier unten nur drum ist, wie so ein kleiner Halbmondsichel und nicht hier komplett drumherum. Das wäre mir ein bisschen zu viel Glitzer. Dadurch hat man gleichzeitig diesen Perlmutt-Effekt von den Muscheln. Das sind übrigens richtige Muschelperlen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es hat irgendwie aber auch so ein bisschen diesen Bling-Bling-Effekt, aber ohne zu aufdringlich zu sein, sodass sie halt auch zurückhaltend sind. Die kann ich mir auch gut für Menschen vorstellen, die gerne schicken Schmuck tragen, aber der nicht zu auffällig sein darf, weil sie zum Beispiel im Büro oder so arbeiten. Hier haben wir ein weiteres Armband, das ich in dem Fall sehr, sehr spannend finde. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Schlangenarmbänder, glänzt ebenfalls richtig krass. Aber das ist viereckig, also das ist tatsächlich sehr 3D. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen in der Kamera. Finde ich auch sehr schön und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier zum Beispiel dann einfach so ein paar Charms noch mit dran machen kann, wenn man die hier über die Kette drüber bekommt. Oder wenn man welche reinklickt, wenn man zum Beispiel Pandora-Charms oder sowas noch hat. Ich glaube, einfach nur so das zu tragen, wäre mir ein bisschen zu wenig. Da würde ich schon gerne irgendwie noch was dazu haben. Nur als Vergleich, ich habe ja hier dieses Eternity Bracelet, das ich auf Maxims Veranstaltung bekommen habe. Und da ist auch so ein kleiner Stein noch mit dran, in dem Blau von Maxims Collection gewesen. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier vielleicht irgendwo auch noch Anhänger mit drin haben, die zu diesem Armband passen können. Hier haben wir nochmal Hoops drin. Die gefallen mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich zeige euch die mal einmal so aufgesteckt, als wären das Ringe, aber es sind wie gesagt Ohrringe. Also, die gefallen mir aus zwei Gründen nicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das so ungleichmäßig ist, dass die quasi hier so eine halbe Kurve machen. Das irritiert mich irgendwie. Auch wenn ich so asymmetrische Sachen an sich mag, aber... Also dieses Design gefällt mir persönlich irgendwie gar nicht. Das ist absolut nicht meins. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass die hier sehr günstig aussehen. Im Gegensatz zu den anderen Hoops, die ich bisher wirklich als hochwertig empfunden habe. Das ist einfach nicht mein Style. Nee, das ist nicht meins. Sorry. Hier haben wir eine erste Kette und ich glaube... Ach, die ist gar nicht zweireihig. Man kann die zweireihig tragen, aber das ist ein einziges Kettenglied, also um es einfach mal euch so zu zeigen. Man kann die aber auch bestimmt zweireihig tragen, so wie die jetzt aussieht. Das würde mir persönlich tatsächlich auch besser gefallen. Ganz feine Kettenglieder und was richtig schön ist, das sieht sehr ähnlich aus zu meinem Infinity Bracelet. Hier ist kein Anhänger dran, was ich persönlich nicht schlimm finde. Ich würde aber mir wünschen, dass hier noch welche mit drin sind, die man vielleicht da dran machen kann oder wie gesagt auch an das Armband. Die fühlt sich so leicht an. Ich glaube, selbst für Menschen, die nicht so gerne Ketten tragen, ist das eine richtig, richtig tolle Kette. Und wir haben die hier auch definitiv größenverstellbar. Hier ist zum Beispiel noch so eine kleine Öse drin, um die etwas enger zu machen. Das finde ich auch schön. Die Verschlüsse von Piolet habe ich bis jetzt auch immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also die sind nicht schwer zu betätigen, sodass man die auch alleine gut anziehen und ausziehen kann.
Und das zum Beispiel, finde ich, ist eine richtig, richtig tolle Kette, um dann noch einen kleinen Zirkonia-Anhänger oder sowas dran zu machen. Eine Kette in einem ganz anderen Stil mit einem kleinen Knotenanhänger, also passend, finde ich, zu diesem Armband, was wir vorhin noch gesehen haben, ist diese hier. Die hat eine ganz schlichte Kettenglieder, halt auch diesen Verschluss und ist natürlich auch größenverstellbar. Und dann haben wir das silberne Knotendetail hier mit dran, das so etwas locker ist. Wie gesagt, finde ich das schön, wenn da zusammenpassende Sachen sind, aber es ist fast schon ein bisschen schade, dass hier die Kettenglieder in Silber sind, aber das Armband in so beige, weil wir haben zwar den gleichen Knoten als Detail mit dabei, aber so richtig als Set erkennen kann man es dann vielleicht trotzdem nicht. Wobei ich auch glaube, dass dieses Material vom Armband, was so in so eine Bastrichtung geht, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht am Hals auch ein bisschen unangenehmer wäre als so eine Kette. Oh hoppla, da hat sich etwas selbstständig gemacht beim Transport. Passend zu dem viereckigen Armband, das sollte eigentlich nicht so sein, haben wir hier auch noch die passende viereckige Kette mit drin. Wie gesagt, ich kann mir bei der hier voll gut vorstellen, entweder auch einen Charm mit dran zu machen, wobei ich bei der Kette auch finde, dass die so, weil die so unglaublich glänzt und strahlt, auch im Dekolleté ein richtiger Hingucker ist, wenn da kein Anhänger dran ist. Und ich finde es richtig gut, wenn wir zusammenpassende Sets haben, also das finde ich richtig toll. Na los, geh wieder rein. Öffnen wir mal das Wasserelement. Da bin ich sehr gespannt, was Sie sich da überlegt haben. Ich finde auch, dass die Ohrringe vom Luftelement auch so Wellen hätten sein können, oder? Oh, das fühlt sich sehr schwer an. Okay, das macht absolut Sinn. Wir haben hier eine zweireihige Kette, die hier unten so einen Tropfen wie einen Wassertropfen hat. Ich finde die Kettenglieder sehr angenehm. Das fühlt sich richtig, richtig geschmeidig an. Die Kette ist ein bisschen schwerer vom Gewicht her, aber zum Beispiel nicht so schwer im Vergleich wie die hier von Lagerfeld, die ich noch habe. Und die ist wirklich wunderschön. Also mit diesem kleinen Teardrop, der dann quasi so in das Dekolleté zeigt, richtig elegant. Und die ist auch ein bisschen kürzer. Also ich denke, so hoch wäre die dann. Gefällt mir mega gut. Hey, Wasserelemente. Ich so als Wassermann gehöre ja auch eigentlich nicht wirklich zu den Luftzeichen. Können wir vielleicht tauschen? Noch eine weitere Kette und da muss ich leider sagen, die gefällt mir ebenfalls überhaupt nicht. Ich mag solche Ketten, die diese Verschlüsse haben, sehr gerne. Könnt ihr ja hier auch sehen, ist ja quasi das gleiche Stilelement. Aber A, ich finde diese Art von Ketten mit diesen langen Kettengliedern, die gefallen mir gar nicht. Ich weiß nicht, wieso mir das einfach nicht zusagt, aber es ist nicht meine Ästhetik. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, dass diese langen Kettenglieder überhaupt nicht mit diesem Anhänger zusammenpassen. Der hat hier auch so Zirkonia mit drin, sieht halt auch aus wie so ein Halbmond. Das ist vom Design her ganz hübsch, aber ich finde, dass das hier auch tatsächlich sehr, sehr billig aussieht. Also im Gegensatz zu den anderen Teilen, wo Zirkonia mit drin waren, finde ich den hier irgendwie nicht so schön. Also das ganze Konzept dieser Kette sagt mir persönlich gerade überhaupt nicht zu, was richtig, richtig schade ist. Aber ich kann sie ja natürlich auch noch verschenken. Es ist ja nun nicht so, dass ich die dann wegschmeiße oder so. By the way, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, macht das doch super gerne. Das ist kostenlos und wenn ihr die Benachrichtigung auf alles stellt, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch immer einen Bescheid von YouTube darüber, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Und falls euch das Video jetzt schon gefällt, dann lasst dem Video auch gerne noch einen Daumen nach oben da oder dem Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Darüber würde ich mich sehr freuen, das hilft dem Kanal natürlich sehr. Wir haben einen ersten Ring, der ist unglaublich leicht, also den wird man kaum spüren. Moment, ich mach mal eben den ab, sorry Oma. Was ich richtig gut finde, der ist hier unten offen. Das sollte definitiv so sein, denn es gibt ja verschiedene Ringgrößen, weil es eben verschiedene Fingergrößen gibt. Und dementsprechend braucht man halt auch größenverstellbare Ringe, damit man eben für alle möglichen Leute inclusive ist. Auch der glänzt sehr schön. Der hat diese zwei Reihen von Perlen und passt dementsprechend auch, glaube ich, zu den Ohrsteckern, die wir zwischendurch schon gesehen haben. Der fühlt sich wirklich an, als würde er sich gar nicht anfühlen, weil der fühlt sich an, als wäre er gar nicht da. So leicht ist der. Das finde ich persönlich für die Menschen, die das vielleicht nicht so gerne mögen, Ringe zu tragen, von Vorteil. Und von innen ist der übrigens auch glatt, also der ist nicht so erhoben wie hier außen. Der gefällt mir sehr gut und auch schön, dass er größenverstellbar ist. Das muss aber bei einem Adventskalender meiner Meinung nach auch definitiv sein. Vor allen Dingen, wenn er 200 € kostet. Als nächstes, oh, das ist was ganz Kleines. Ah, ich darf es nicht verlieren.
Wisst ihr, was ich als erstes assoziiert habe? Das sind zwei kleine Zirconia-Stecker, die auch fast aussehen, als wären sie so teardrop-förmig. Aber das erste, was ich damit assoziiert habe, war tatsächlich ein Semikolon. Das Semikolon hat ja eine ganz besondere Bedeutung, gerade in der Mental Health Community, falls ihr die Bedeutung nicht kennt. Es ist quasi die Bedeutung, dass man weitergelebt hat. Denn ein Semikolon setzt man in einem Satz bzw. zwischen zwei Hauptsätzen, wo man eigentlich einen Punkt hätte setzen können, man aber die beiden Sätze inhaltlich trotzdem verbinden möchte. Übersetzt auf Mental Health Language soll das im Endeffekt bedeuten, dort, wo man quasi das Leben hätte mit einem Punkt beenden können, hat man ein Semikolon gesetzt und ein neues Kapitel angefangen. Ich habe gerade richtig Gänsehaut, als ich das erzähle, weil ich weiß, wie vielen Leuten dieses Tattoo sehr viel bedeutet und wie sie sich auch immer freuen, wenn sie sehen, dass ich das auch habe. Man erkennt sich daran nämlich gegenseitig auch gerne. Und außerdem haben zum Beispiel Unico und Melody auch das gleiche Tattoo. Und daran erinnern mich diese beiden kleinen Zirconia-Stecker. Die finde ich auch richtig schön. Also ich hätte jetzt nicht gedacht beim ersten Blick, dass das was ist, was ich irgendwie unbedingt auch tragen wollen würde. Aber ich muss echt sagen, das ist auch so ein richtig schöner kleiner Blitzer, so ein kleiner Hingucker durch die Haare. Wenn ich meine Haare schön gemacht hätte und die offen wären, weil es sind leider auch 98.000 Grad. Deswegen musste ich sie leider auch hochbinden, aber sonst würde das bestimmt auch richtig schön aussehen. Die gefallen mir auch gut, vor allen Dingen durch die positive Assoziation, die ich damit habe. Hier haben wir einen weiteren Ring und der passt auch zu dem anderen Ring, denn der hat auch diese drei kleinen Perlen mit drauf. Also wenn ich sage Perlen, dann meine ich nicht wirklich Muschelperlen, sondern halt diese Perlenform. Und der ist unten auch offen. Auch der fühlt sich sehr glatt, sehr leicht an. Den setze ich hier jetzt auch nochmal eben drauf. Sieht auch ein bisschen aus, könnte auch so ein kleines Herz sein, ne? Gefällt mir ebenfalls richtig, richtig gut. Fühlt sich leicht, geschmeidig an und es ist super, dass er größenverstellbar ist. Kommen wir zum Fire-Element und da bin ich auch richtig gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, normalerweise hat man so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass in der 6 für Nikolaus, in der 24 und zum Beispiel auch in der 25 die Highlights drin sind. Aber für mich persönlich erwarte ich so, dass die Highlights in den Sachen sind, die hier oben extra mit drauf sind. Okay, was haben wir für die Fire Nation? Oh doch, das sehe ich total. Guck mal, wir haben hier eine zweigliedrige Kette, also die hat zwei Elemente. Einmal wie diese viereckige Schlangenkette. Dann haben wir hier diesen Zirconia Teardrop und dann noch hier die Zirconia noch mit dazu. Das alles in einem Armband und das finde ich richtig, richtig toll. Also weil das ist so, ja, das hat irgendwie ein bisschen Feuer, ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen was von beiden. Wisst ihr, was ich meine? Also weil genauso wie man sich an Feuer wärmen kann, kann man sich an Feuer ja auch verbrennen. Und ich finde, das hat so, ja, das ist einfach was Besonderes. Das gefällt mir auch gut. Ich glaube, dieses Design mit dem Halb-Halb ist ja gerade auch voll im Trend. Auf jeden Fall sehe ich ganz oft InfluencerInnen oder andere Content-Creator-KollegInnen mit solchen oder ähnlichen Ketten. Wir haben hier noch einen Ring. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich solche unruhigen Elemente nicht so gerne mag. Aber dadurch, dass das hier gleichmäßig wie so eine Welle ist, finde ich das ganz schön. Ich mag auch, dass hier diese kleinen Muschelperlen mit drin sind, aber mir gefällt nicht, dass die eingefasst sind. Ich weiß, dass das so gemacht werden muss, damit es möglichst stabil ist und die halt da nicht rausfallen. Ich mache mir die mal eben drum. Aber ich finde, so Perlen sind eigentlich was, was irgendwie sehr fein, sehr elegant aussieht. Und mit dieser Umfassung sieht das einfach ein bisschen zu breit aus. Wisst ihr, was ich meine? Kann vielleicht auch dran liegen, dass das jetzt in Silber ist. Ich kann mir das in Gold auch richtig, richtig gut vorstellen. Aber auch hier, der ist super geschmeidig am Finger, sehr leicht und natürlich durch die Öffnung oben auch wieder größenverstellbar. Oh, das ist auch richtig süß. Jetzt haben wir noch das passende Armband zu den Kreolen mit diesen Perlchen dran und dem Ring. Und zwar einmal so, da sind halt 5 von diesen kleinen Dingern mit dran, sodass man halt auch nicht nur diese feine, gliedrige Armbandkette hat, sondern halt auch diese kleinen Elemente. Das sieht ein bisschen aus wie diese Kirschsüßigkeiten. Vorhin habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Herzchen. Vielleicht bin ich auch einfach nur wild am Assoziieren. Wie sieht das für euch aus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, finde ich schön, wenn da so ein Set dabei ist, das dann irgendwie auch komplett zusammenpasst. Dann fehlt jetzt, glaube ich, nur noch eine Kette, die dazu passt, oder? Mit so einem Anhänger dran. Das fände ich noch schön, weil dann hat man wirklich von allem etwas.
Wie ich vorhin schon sagte, ich würde mir wünschen, dass wir noch ein paar Anhänger haben. Hier haben wir einen mit drin, der passt wahrscheinlich sowohl auf die Ketten als auch auf die Armbänder, je nachdem, wo man ihn haben möchte. Ist so ein kleines Herzchen, einfach so verspiegelt, auch sehr schön glänzend, fühlt sich auch hochwertig an, also hat auch so ein kleines bisschen Gewicht, aber nicht zu doll, sodass es, glaube ich, auch gut zu den beiden Ketten mit dazu passt. Wobei ich sagen muss, also ein Herzchen würde ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt tragen, es sei denn, ein Partner oder eine Partnerin würde mir das schenken. Aber so einfach so, ohne irgendwie große Bedeutung, glaube ich eher nicht. Und ich muss sagen, dadurch, dass es halt Piolet mit diesem Aloha-Theme quasi auch ist, hätte ich eigentlich diese typische Aloha-Blume irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Oder vielleicht so dieses Aloha-Zeichen von Piolet selber. Aber das möchte vielleicht auch nicht jeder und jede tragen, ne? Hat ja dann auch immer was mit der Präferenz zu tun. Oh, die sind auch richtig toll. Guck mal, das sind so auch wie Waterdrop-shaped Ohrringe. Die passen natürlich auch perfekt zu der Kette, die wir schon gesehen haben, die ich sehr elegant finde. Die sind auch klein und leicht, aber trotzdem nicht komplett ohne Gewicht. Ich finde auch, dass hier dieses Silber, das sieht nicht so richtig aus wie Gunmetal, aber halt, das sieht auch nicht aus wie billiges Silber. Sehr, sehr schön, fühlen sich toll verarbeitet an und kann ich mir richtig gut so in dem Set zusammen vorstellen. So Leute, die letzten drei Türchen. Oh, wir haben noch einen sehr auffälligen Zirkonia-Anhänger, der ebenfalls, wie gesagt, hier für die Ketten und auch, glaube ich, für die Armbänder geeignet ist. Hoppla, da ist so ein kleiner Faden dran von dem Tütchen. Sieht aus wie ein Diamant, der eine Perücke trägt. Ich liebe meine Assoziationen, die sind einfach so super. Richtig bling bling Hingucker, also wenn man den zum Beispiel an der längeren Kette tragen würde, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, so im Dekolleté. Sieht auf jeden Fall auch edel aus, obwohl Zirkonia ganz oft, finde ich, sehr, sehr billig gemacht aussieht, aber den finde ich richtig schön. Und man hat dann ja auch diesen etwas simpler gestalteten Herzchenanhänger und halt den hier bling bling für in your face Dekolleté. Vorletztes Türchen, Leute. Oh, wir haben noch einen weiteren Ring. Oh, bei dem weiß ich auch nicht, wie ich mich da fühle. Also, der ist unten offen, sehr, 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 sehr leicht, obwohl der halt so schwer oder breit aussieht. Ich finde, dass der sich aber nicht nur leicht anfühlt, sondern wirklich günstig, muss ich einfach ehrlich sagen. Und hier ist auch so ein bisschen, dass es, könnt ihr das sehen, dass das hier so Wellenformen sind. Stört mich bei dem hier nicht so doll. Ich finde, dass der auch sehr, sehr gut geeignet wäre, hier zum Beispiel als Gliederring. Also wenn man den hier oben tragen möchte oder zum Beispiel hier noch zusätzlich, so zum Stacking. Der gefällt mir gut, aber ich finde es ein bisschen schade, dass der sich im Gegensatz zu den anderen, obwohl der ja dieses breitere, etwas klobigere Design hat, was ich persönlich aber auch mag, irgendwie ein bisschen billiger anfühlt, also leichter anfühlt. Design finde ich aber sehr schön. Last but not least machen wir jetzt das Aloha-Türchen auf. Das habe ich mir natürlich für den Schluss gespart. Und ich hoffe, dass das hier nochmal ein richtiges Highlight ist. Oh, das fühlt sich sehr schwer an. Okay. Oh je, das hat sich ganz doll vertüdelt. Moment. Hä, wie rum geht das? Ah, okay, ich hab's. Ich hab's, Leute, ich hab's. Okay. Also, das finde ich ist wirklich etwas ganz Besonderes. Wir haben hier auch so eine Kette, die ähnlich aussieht, als wäre sie unten so zusammengefasst wie diese Karl Lagerfeld-Kette. Aber da dran eine wunderschöne, riesengroße Perle. Guckt euch das mal an. Also, wenn ich jetzt meine Kette abnehmen würde, was ich für euch natürlich auch direkt tun werde, wenn ich mir die hier ummache, das ist ja mal ein absoluter Hingucker. Oh, wie schön die im Dekolleté liegt. Die finde ich richtig, richtig toll. Also das in der 25 bzw. im Aloha-Türchen mit dieser riesigen, echten Perle. Wunder, wunderschön. Auch wenn mir dieses Element jetzt nicht so 100% zusagt, aber was man da machen kann ist, wenn man es etwas leichter haben möchte. Ihr könnt hier diesen Steg einmal durchschieben, die Perle dann einfach abmachen und das auch so als Kette tragen. Und ich kann mir auch vorstellen, kann man das hier öffnen? Nee, leider nicht. Aber das hier kann man dann natürlich auch einfach so als Kette tragen für den Alltag. Und dann so richtig Day to Night, das nachts noch, wenn man dann noch ausgehen möchte oder für Afterwork oder so, noch mit dran machen. Das ist richtig clever und das gefällt mir mega, mega gut. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight. Das ist echt richtig, richtig schön. Ich überlege auch gerade, das einfach Loki heute Abend anzuziehen, denn ich gehe gleich noch aus. Es ist übrigens Samstagabend um 19.53 Uhr. Ich produziere nämlich gerade vor. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, aber eventuell seht ihr das Video, wenn ich im Urlaub bin. So, alles zusammen, jetzt wo ich es ausgepackt habe, was halte ich davon? Ich finde, dass es ein wunderschöner Adventskalender ist.
sehr schön zusammengestellt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass bei zwei Produkten, diesem einen Ring und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war, dass es sich etwas billig angefühlt hat, weil es so leicht war. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die das sensorisch nicht mögen, wenn man den Schmuck sehr merkt. Mir persönlich ist das egal, außer bei den Armbanduhren, die muss ich immer an meinen Handgelenken immer sofort abmachen, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber für die ist das dann vielleicht auch sehr gut geeignet. Alles andere wirkte hochwertig verarbeitet, sehr schön verpackt. Das Packaging ist natürlich auch ein Highlight für sich. Dass wir verschiedene Sets haben, die zusammenpassen kommen, sodass man halt wirklich auch diesen kohärenten Look hat. Mega geil. Ist er das wert, dass man 200 € dafür ausgibt? Wenn man 200 € dafür ausgeben möchte, definitiv. Also ich glaube, niemand wird traurig sein, wenn er oder sie diesen Adventskalender zum Beispiel für sich selber kauft, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich bin sehr glücklich damit. Aber ich möchte trotzdem auch sagen, 200 € sind wirklich ein Arsch voll Geld. Und ich kann jeden und jede verstehen, die sagt, meine Fresse, lieber Scholli, alter Schwede, holla die Waldfee oder was auch immer. Das ist wirklich sehr viel Geld, das würde ich für einen Adventskalender nicht ausgeben. Ihr müsst natürlich auch bedenken, wir haben den 4,5-fachen Wert mit drin. Wie gesagt, 200 € kostet er, über 900 € Warenwert sind mit drin. Ihr bezahlt natürlich auch das Packaging und so weiter und so fort. Und das ist definitiv ein Luxusartikel. Ich finde aber, wenn ihr meine Meinung dazu haben möchtet, weil ihr sagt, ich habe die 200 € über oder ich möchte jemandem damit quasi das Weihnachtsgeschenk auch machen und 200 € sind mir nicht so viel Geld dafür, dann habt ihr wirklich einen rundum schönen Adventskalender und ein rundum schönes Geschenk. Ich hoffe, dass euch diese Review sehr gefallen hat. Ich hatte gerade viel Spaß beim Auspacken. Das ist ja bei Adventskalendern auch nicht unbedingt so selbstverständlich. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich werde jetzt eine Adventskalender-Playlist erstellen. Dort findet ihr auch alle weiteren Unboxings von Adventskalendern, die großteils in Richtung Kosmetik gehen. Aber ich habe hier auch schon den Adventskalender von Paul Valentine 2023 unboxed. Warum ich das gemacht habe, sage ich euch in dem Video selber. Also das habe ich dieses Jahr gedreht. Der von 2024 kommt auch noch bei mir an. Und den Heidemann Schmuck Adventskalender habe ich auch noch gekauft. Den unboxe ich auch noch. Allerdings an einem anderen Tag, denn ich bin jetzt gleich verabredet. Und zwar nicht nur dafür, jetzt gleich rauszugehen, sondern mit euch auch in den Kommentaren einmal zu diskutieren. Findet ihr 200 € für einen Adventskalender viel, wenn ihr überlegt, dass der den 4,5-fachen Wert, nämlich von über 900 € hat? Würdet ihr 200 € dafür ausgeben, wenn ihr das Geld hättet? Wie viel würdet ihr maximal für einen Adventskalender ausgeben? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich kann auch, wie gesagt, super gut verstehen, wenn man sagt, das ist zu viel Geld. Ich persönlich hätte mir den, glaube ich, auch nicht einfach selber nur so geschenkt, wenn ich diesen Kanal nicht hätte. Denn ich kann natürlich auch dadurch, dass ich das Video mache, wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Und ich habe Ausgaben für die Steuern, das ist natürlich auch ganz nice. Nichtsdestotrotz, mir hat der sehr, sehr gut gefallen, Purelay. Good job an dieser Stelle. Und ja, good job auch an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Schauen. Lasst gerne noch ein Abo da und auch einen Daumen nach oben, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt an euren Sonnenschutz, stay hydrated und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!